Was geht ab, Mann und Z-Fighter, Ozer hier. Und heute ist Tag der LR. Wir werden uns gleich alle Informationen zum LR Cell anschauen, auswirken. Aber ich werde heute noch um 10 Uhr morgens online gehen, denn wir werden das Summon für LR Margin. Wie geht dann? Weiteren Dupe wollen wir da auf jeden Fall. Heißt, eigentlich in den nächsten Minuten, in denen ihr das Video seht, werde ich schon online sein. Aber all diejenigen, die das verpassen oder in der Schule sind, in der Arbeit nicht schauen können, schaut nicht sneaky rein, sondern entspannt euch, macht euer Ding. Heute werde ich das Ganze noch als Stream-Upload hochladen, heißt, ihr werdet das heute alle mitbekommen auf jeden Fall. Die Zeit haben, würde mich freuen, wenn ihr einschaltet, quasi dann ab 10 Uhr morgens live auf Twitch. Aber gut, wir haben endlich einen neuen LR-Cell. Bevor wir uns den anschauen, haben wir noch zwei weitere Charaktere. Es handelt sich hierbei alles um das japanische Dokkan-Battle. Wir haben jetzt zum einen einen neuen Great Saiyaman Super Saiyan 2. Er wird ein Preis für das World Tournament sein. Das World Tournament in JP fängt am 10. August an, ab 10 Uhr morgens unserer Zeit. Er und Mighty Max, den wir letztens hatten in Global, werden die Turnierpreise sein. Heißt, wenn wir zwei Turnierpreise hatten wir schon mal, ist nicht neu. Damals mit Vegeta GT und Goku GT. Heißt, wir werden sie auf jeden Fall beide bekommen durch das Turnier. Der ist gar nicht mal so schlecht, der Great Saiyaman. Er ist der Gegenspieler von dem letzten World Tournament Prize Cell. Nämlich dieser gibt den Strength-Charakter, den Keyblister HP-Angriff 50%. Greatly Raised Attack für eine Runde. Erhöht seinen Angriff sehr stark für eine Runde, unser Boy. Hier Great Saiyaman 2 und macht Supreme Damage. Und ja, er ist Super Saiyan Great Saiyaman 2. Also mit jedem anderen Gohan könnt ihr ihn da spielen, ohne Bedenken. Passive an der Stelle gibt Superclass Verbündeten Key plus 2 auf den Angriff und auf die Verteidigung 30% und verringert Extreme Class Enemies, also gegnerischen Extreme Class Units, Villains, dessen Verteidigung 50%. Links zu Gold Warrior Super Saiyan Shocking Speed Hero of Justice Prepare for Welcome MMR. Er ist in der Kategorie Hybrid Saiyan World Tournament und Majin Buu Saga. Sehr solide auf jeden Fall. Zum anderen haben wir dann noch das Awakening zum AGL Cooler. War damals auch ein Turnierpreis. Er hat nur ein Awakening bekommen. Danach ist er echt solide geworden. Also, was Passive angeht. Leader Skill hat er hier Strength-Type Enemies, Attack und F-40%. Mit der Super-Attack macht er Supreme Damage und verringert greatly die Verteidigung des Gegners. Also stark verringert er die Verteidigung des Gegners. Durch seine Passive gibt er den AGL-Charakteren, Agility-Charakteren, Attack und F-40% und eine hohe Chance, zwei weitere Additional Attacks zu starten. Diese sind nur zwei weitere Additional Attacks und haben nicht eine Chance auf eine Super-Attack, ähnlich wie bei Super Saiyan Blue Evolution Vegeta. Aber für jeden Angriff, den er startet, erhöht er seinen Angriff um 5%, maximal ist 50%. Finde ich cool, er ist echt solide. Heißt, er bekommt so, wenn er Max Stats hat, beziehungsweise seinen Max Stack erreicht hat, 90% auf den Angriff und 40% für die Verteidigung durch sich selbst schon mal. Also ist echt solide, bin ich echt zufrieden. Aus dem Support oder sowas zu machen, Daumen hoch. Links ist Strongest Clan in Space, Brutal Beatdown, Cold Judgment, Nightmare, Big Bad Bosses, Metamorphose und Shattering Limit. Er ist in der Kategorie Movie Bosses. Kommen wir nun zu LR Cell Perfect Form und Cell Junior. Dem LR, den wirklich sehr, sehr viele lange erwartet haben. So ein Artwork. Sein Artwork finde ich sehr, sehr cool erstmal an der Stelle. Wie frech diese Cell Junior da sind. Vor allem der oben rechts. Oben links, der macht irgendwas. Die zwei sind auch sehr, sehr cool. Das Artwork ist 1A. Wir schauen uns erstmal die Karte detailliert an. Danach sage ich euch, was ich von ihm halte. Nämlich, wir haben hier... Er ist, by the way, vom Physisch-Type, heißt, sein Leader-Skill gilt den Extreme-Physisch-Charakteren, den geht der Keyblus 4 HP-Attack und F100% und den Super-Physisch-Charakteren Keyblus 2 auf HP-Attack und F70%, heißt, sie merken, er wird ein Summonable LR, komme ich gleich noch zurück zu sprechen. Mit der ersten Super-Attack macht er Colossal Damage und trifft jeden Gegner ähnlich wie LR Broly, LR Majin Vegeta, mit der ersten Ulti hielt sich um 10% zusätzlich dazu noch. Mit der zweiten Ulti erhöht er seinen Angriff für eine Runde und macht mega Colossal Damage, ist auf jeden Fall sehr solide auch. Passive-Skill. Attack und F 90% am Anfang der Runde, also hat er immer Attack und F 90% und für jeden gegnerischen Gegner, für jeden Gegner, der präsent auf dem Platz ist, also jeder Gegner, gegen den er da kämpft und der noch am Leben ist quasi, bekommt ihr Key plus 1 und Attack plus 10%. Heißt, ihr merkt schon, worauf diese Karte hinausläuft. Ich komme gleich dazu zu sprechen. Links haben wir Messenger from the Future, Gentleman, Shocking Sweet, Big Bad Boss, Legend Power, Ultimate Life Form und Fierce Battle. Er nimmt Fierce Battle mit Charge statt Shattering the Limit. Er ist in der Kategorie Android. So, was gibt es zu dem Cell zu sagen, wenn ich das ganz kurz mal nebenbei seine Ulti zeigen darf? Und zwar, das ist seine erste Ulti, was wir hier sehen jetzt. Ist echt nice auf jeden Fall. Aber was gibt es zu Cell selbst zu sagen? Er ist ganz klar ausgelegt. Er ist ganz klar ein LR. Für das Super Battle Road oder für das World Tournament, Sex and the Passive. Denn je mehr Gegner auf dem Platz sind, desto besser wird er. Maximal bekommt er dann auf den Angriff 140% Key plus 5, weil maximal Gegner in Dokkan Battle sind 5. Das kommt vermehrt vor in World Tournament, auf jeden Fall wissen wir. Und auch im Super Battle Road weniger, aber im Super Battle Road sind ja mindestens immer 2 da.
Soll nichts... Oh, die Ulti ist geil. Die Ulti ist geil. Soll nichts Schlechtes heißen. Denn er ist... Ja. Wirklich ausgelegt für das World Tournament, bzw. so ein LR ähnlich wie LR Broly. Also eben dadurch, dass er mit seinem ersten Ulti jeden Gegner trifft, ähnlich wie LR Broly, ist er für mich auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgehoben im World Tournament, aber auch für Super Battle Road. Ansonsten, außerhalb davon, will ich ihn schlecht reden. Er wird dann quasi nicht auf seinen Max-Boost kommen durch die Pässe. Die Pässe ist schon ein bisschen eigen, sage ich mal. Alle anderen, die etwas erwartet haben mit Transformation und so, habe ich ja schon von außen vorweg gesagt, ja, wenn er kein Dokkan-exklusive LR wird, so wie LR Vegito und Algorithm, was ich nicht denke, sondern ich habe gedacht, es war klar, dass er einer der nächsten sein wird, die quasi in diese Schiene fahren, in die LR-Schiene, die wir momentan haben, dann wird er jetzt nicht haben, so eine Transformation oder so, sondern er wird mehr oder weniger so sein, etwas komisch, aber auf jeden Fall on point. Was meine ich mit on point? Er macht seine Sache gut für das, was er ausgelegt ist. Er hat so fix immer Attack auf 90%. Beziehungsweise, um es besser zu sagen, wir kämpfen ja immer mindestens gegen einen Gegner. Also haben wir immer zusätzlich Ki plus 1 und Attack 100%, Def 90%. Das kann man auf den LR-Charakter auf jeden Fall mitnehmen. Je mehr Gegner es werden, desto besser auf jeden Fall. In dem World Term ist es sehr gut aufgehoben. Diejenigen, die World Term griden, perfekt für euch. Da macht er seinen Job mehr als gut, zusammen mit LR Broly auf jeden Fall. Ansonsten muss man ihn auf jeden Fall beobachten. Ich schätze ihn nicht schlecht ein, ich schätze ihn nicht gut ein. Er ist ein Mittelding, sage ich mal, aber für das, was er macht, ist er gut. Um es ganz einfach zu sagen, wirklich ähnlich wie LR Broly. Wirklich ähnlich wie LR Broly. Aber er nimmt hier viel Battle mit. Und warum kommt der Dude jetzt, beziehungsweise wann wird er kommen? Zu wann wird er kommen, kann ich euch keine genauen Sachen nennen, weil wir haben hier kein Release-Date, bzw. geleakte Daten auf die BZ-Space schon seit langem nicht mehr machen sie das. Aber wir wissen ja schon, er kommt nicht ohne Grund, denn am 10. August fängt im japanischen Dokkan Battle das World Tournament an. Und er ist ein Charakter für das World Tournament ausgelegt. Das ist kein Zufall, dass er genau dann kommt. Was will ich euch damit sagen? Ich will euch damit nicht sagen, dass er in einem World Tournament Banner sein wird. Das glaube ich nicht. Aber wir haben halt in den News keine weiteren Banner, die demnächst erscheinen. Heißt, ich gehe davon aus, dass er in den nächsten 1-2 Tagen droppen wird. Wird mit seinem eigenen Banner eventuell. Oder mit einer irgendeinem Banner, was sie da reinschieben. Außerhalb von einem World Tournament Banner. Ich denke nicht, dass er zuerst in einem World Tournament Banner erscheinen wird. Das gab es noch nie und ich denke, er wird auch nicht der Erste sein. Auch wenn er für das World Tournament ausgelegt ist. Ich könnte mir echt vorstellen, dass ein Featured Banner kommt mit ihm. Ja, weil wir haben in den Daten keinerlei News. Könnte sein, dass er in den nächsten... heute noch oder nächsten Tag auf der japanischen Twitter-Seite vorgestellt wird und dann in den nächsten 1-2 Tagen mit seinem eigenen Banner kommt. Wie gesagt, die unteren sind die Charaktere, Mighty Mess und der Great Seven werden die Turnierpreise sein. Das ist der Cooler, der AGL-Cooler, der mal World Tournament-Preis war. Der hier, den kann man dann erwecken hier an der Stelle mit 7 Medaillen. Und Cell wird so in der Form droppen hier an der Stelle. Cell Perfect Form. Und hey, guck mal, das ist ein Hintergrund an. Das ist vom Fernsehstudio. Und 35 Cell-Medaillen braucht man von ihm, deswegen nimmt er 4 Battle mit. Danach braucht man 21 Battlefield-Medaillen, um ihn zu erwecken. Da wartet der Muttersehen allein, dass sie ihn quasi erweckt zum LR auf seinen Cell-Saga. Und dann wird er zu LR-Cell, den wir uns angesehen haben, wie gesagt. Was hattet ihr von dem Charakter? Ich finde ihn gut. Ich finde ihn wirklich nicht schlecht. Er ist solide. Als ein LR-Charakter macht er auf jeden Fall einen Job. Ich freue mich, dass er quasi eine Bestimmung hat, sage ich mal. Weil 6 Pass, also... Ich sag halt immer und immer wieder, er ist ausgelegt für das World Tournament vor allem und auch für Super Battle Road. Aber in einem Android-Team, Leco Mio, in einem Android-Team wird er am besten aufgehoben sein mit den ganzen anderen LSL, die ihn durch seine Passive boosten, die ihn durch die Link-Skills boosten. Da sind so viele gute, solide Cells mit dabei. Ja, der letzte vom World Tournament quasi, den ihr da auch mit reinnehmen könnt, weil der heißt der LSL Perfect Form und Cell Junior heißt Cell Perfect Form geht rein, Perfect Form Cell geht rein. Das, was nicht in Klammern steht, weil es gibt ja 2 Arten von Cell. Und dann quasi gibt es noch Cell GT und. In seinem Android-Team ist er mehr als gut aufgehoben, was Sachen Linkskill angeht. Mit Black Boss zum Beispiel durch CR21 oder durch die ganzen anderen Cells schon. Da ist er wirklich am allerbesten aufgehoben. Ich bin schon gespannt, was die Jungs da, die anderen mit ihm anstellen werden. Zwecks Showcase etc. Was haltet ihr von dem LR? Ich finde ihn auf jeden Fall gut. Ich finde ihn nicht schlecht. Will ihn aber nicht schlecht reden. Er ist gut fürs World Tournament gemacht, aber außerhalb davon macht er seinen Job auf jeden Fall auch solide. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr von ihm wisst. Und bis dahin wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Zeit. Wir sehen uns das nächste Mal, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be alright.